Die Zwölfe zum Gruße. Wir befinden uns in Balio Südstadt hier. Und zwar recht hier im Südwesten, wo es raus zum Gutshof Bosseris geht. Und die ist der Hag der göttlichen Stute. Das ist ein Raja-Tempel. Das ist schon die Raja-Geweihte. Die betörend schöne Frau lächelt sinnlich, als du vorübergehst. Ihre Kleidung verhüllt weniger, als sie enthüllt. Schöner Raja-Tempel hier. Nett gemacht alles. Und hier ist Nidara. Um Nidaras Mund liegt ein sinnliches Lächeln. Ihre Bewegungen sind anmutig wie die einer Katze. Sie blickt dir aus tiefblauen Augen entgegen. Sei gegrüßt. Raja zum Gruße. Ich kenne euch. Oder auch nicht. Ich sah euch, euer Gesicht vor kurzem, in einer Vision. Raja muss euch auserwählt haben. Ihr müsst uns bei einem Problem helfen. Aha. Ja, wenn die Götter meine Hilfe brauchen, wie sollte ich und wer bin ich, dass ich das abschlage? Die Pfleger der Heiligen Herde in Mensheim haben mich vor wenigen Augenblicken darüber unterrichtet, dass Räuber über die Heilige Herde hergefallen sind. Sie haben mehrere von Rajas heiligen Stuten entführt. Diese Tiere sind äußerst wertvoll und ihr Raub stellt einen Frevel an die Göttin an sich dar. Bitte, die Vision hat euch gezeigt, das heißt, Raja muss überzeugt davon sein, dass ihr ihre heiligen Tiere zusammen zurückbringen könnt. Die Pfleger teilten mir mit, dass die Räuber sich in die Wälder westlich von Mensheim geschlagen hätten. Womöglich versuchen sie über die Fallinger Linde nach Norden zu gelangen. Beginnt eure Suche am besten dort. Die Zwölfe mit dir. Stutenraub. Ja, dann wollen wir doch mal. Also auf zur Fallinger Linde. Zwei Kartenteile südlich von hier. Auf göttlicher Mission. Schade, dass es keine Reittiere gibt, wo ich hier durchreiten kann schneller. Aber das klappt auch ganz gut hier mit den Schnellreise. Da ist die Geschwindigkeit ein bisschen beim Rennen erhöht. Das geht auch. Also südlich bei Balio Südstadt rausgerannt zum Gutshof Boswitz. Und von dort... Ja, ist ja gut. Geht's hier raus in die Fallinger Linde. Da werden wir direkt mal vom jungen Drachen angegriffen. Sollte aber nicht das Problem darstellen. Und hier sind wir im Südosten hier, wo der auch der NPC ist, der so eine andere Quest mit uns hatte, wo wir den Drachen töten müssen. Ich glaube, der heißt sogar Kopf des Drachen. Irgendwie so war das gewesen. Da, genau er. Gernot von Binsböckel, der Edelmann, ist wegen irgendetwas sichtlich pikiert. Rondra zum Gruße. Rondra zum Gruße. Was sagt ihr? Pferdediebe? Aus der heiligen Herde? Ach du liebe Güte. Welcher Frevler ist denn so wahnsinnig? Raja? Ach, oh nein, ich ahne es. Vor ein paar Stunden jagten ein paar abgerissene Gestalten auf edlen Rössern hier lang. Sie hatten sich ziemlich vermummt, aber ich glaube, dass es Halborks waren. Ich war gerade in den Büschen mit einem natürlichen Bedürfnis beschäftigt. Deswegen haben sie mich vermutlich nicht bemerkt. Aus diesem Grund haben sie sich auch ganz ungezwungen unterhalten. Sie sprachen davon, dass sie jetzt bald die Reichsstraße queren wollen, um zu einem alten, aufgegebenen Gehöft nordöstlich von Balio zu gelangen. Ihr müsst ihnen schnell nach und sie dingfest machen. Rondra mit dir. Und auch mit dir. So, wir sollen hier oben hin zum zerstörten Gehöft. Reisen wir nach Balio Südstadt, würde ich sagen. Rennen hier nach Norden raus. Zeig das mal auf der Map. Da müssen wir hin. So, und hier kommen wir im Osten, oder Südosten, zum zerstörten Gehöft, zu dem Gebiet.
Also man sieht schon, hier sind ein paar Halborks am Rumhausieren. Wir müssen hier unten zu der Brücke hin. Da gibt es noch eine andere Quest, wo wir auch diese Brücke reparieren müssen. Halt! Keinen Schritt weiter! Also falls ihr mal hier Holz im Gebiet um Balio kriegt, bewahrt es euch auf für die Quest. Hau lieber ab, solange du noch zwei Beine hast. Okay, alle auf einmal sagen dasselbe. Du kannst hier nichts finden, nur etwas verlieren. Dein Leben. Ist dem so. Schauen wir mal. Zack, dem war wohl nicht so. Rondra, steh mir bei. Fex, mach mich geschwind. Zack. Willst du? Ich sehe, Rajas Vertrauen in euch wurde nicht enttäuscht. Ihr habt die Stuten der Heiligen Herde gefunden und die Diebe ihrer gerechten Strafe zugeführt. Die können froh sein, dass sie nicht den Vollstreckern in die Hände fielen. Schon für einen normalen Viehdiebstahl hätten sie die Strolche am nächsten Baum aufgeknüpft. Für den Diebstahl von Tieren aus der Heiligen Herde wären ihnen sicher ganz andere etwas ganz Besonderes eingefallen. Ah, okay. Nun, da Raja mich hierher geführt hat, werde ich mich um die Rückführung der Tiere nach Mensheim kümmern. Ich danke euch vielmals. Ihr wart uns und der Göttin ausgesprochen hilfreich. Die Zwölfe mit dir. Und auch mit dir. Ah, da sind sie. Das Pferd ist eine offensichtliche Schönheit und sehr wertvoll. Deutlich ist das Brandzeichen zu sehen, das das Tier als Heiligtum der Heiligen Herde von Herr Mensheim ausweist. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Bis demnächst, euer Jojin.